Hallo und herzlich willkommen auf unserem Tink-Kanal. Ich bin Sina und heute tauchen wir ein bisschen in die Grundlagen des Smart Homes ein und ich zeige dir, wie du deinen Garten oder deine Terrasse verschönern kannst. Gartenarbeit machen wir ja meistens tagsüber. Klar, da ist es ja auch noch hell draußen, aber so wirklich genutzt haben wir den Garten dann noch nicht. Wir haben ihn erstmal rausgeputzt und vorzeigbar gemacht. Wirklich Zeit, es sich im Garten gemütlich zu machen, haben wir meistens erst nach Feierabend, also abends. Und da ist es oft dann auch schon sehr dunkel und dann nicht mehr so gemütlich, um noch draußen zu sitzen. Der Garten lädt also nicht so wirklich zum Relaxen oder zu einer abendlichen Grillparty ein. Das lässt sich aber ganz schnell ändern, und zwar mit Lampen und Gartenspots lässt sich dein Garten zu jeder Tageszeit zum Hingucker machen. Heute stellen wir dir von Philips Hue die Lightstrips für den Outdoor-Bereich und die Lilly Gartenspots vor. Philips Hue bietet da viele Möglichkeiten, den Garten zu verschönern. Wir haben uns für die Lightstrips und die Lilly Gartenspots entschieden, weil sie aus unserer Sicht einfach am vielseitigsten einsetzbar sind. Und das Beste ist, du brauchst keinen Elektriker oder Fachmann für deine Gartenbeleuchtung. Dank Niedervolt-Außenleuchten von Philips Hue ist es super einfach, die smarte Beleuchtung in deinem Garten zu installieren. Niedervolt-System, was heißt das eigentlich? Das bedeutet, die Leuchten werden über ein Verlängerungskabel ganz einfach in die Steckdose gesteckt. Du musst also keine lästigen Kabel verlegen. Mit dem Philips Hue Lilly Gartenspot und den Lightstrips für den Outdoor-Bereich will ich meinen Garten jetzt verschönern. Fangen wir mal mit den Lightstrips an. Die gibt es in den Längen 2 Meter oder 5 Meter. Leider sind sie nicht verlänger- oder zuschneidbar, das hat aber einen sinnvollen Grund. Denn sie sind mit der Schutzklasse IP65 doppelt isoliert und somit auch für schlechtes Wetter gerüstet, also auch gut für draußen geeignet. Und nach dem Zuschneiden wären sie dann eben nicht mehr wetterbeständig. Die Lightstrips sind perfekt dafür geeignet, deinen Weg mit diffusem Licht zu beleuchten, zum Beispiel Stufen durch Licht hervorzuheben, oder du kannst bestimmte Pflanzen mit direktem oder indirektem Licht in den Mittelpunkt stellen. Die Lightstrips sind 850 Lumen leuchtstark und da eine Farbe nicht genug ist, hast du gleich 16 Millionen Farben zur Auswahl und kannst so nicht nur deinen Garten erleuchten, sondern eine ganz eigene Atmosphäre schaffen. Gesteuert wird der Lightstrip über WLAN und kommuniziert über die Philips Hue Bridge mit der Philips Hue App. Aber keine Sorge, die Reichweite der Philips Hue Bridge reicht ganz sicher bis in deinen Garten hinein. Sie kann sogar weiter reichen als dein WLAN-Signal. Außerdem kannst du deine Outdoor-Beleuchtung in deine Sprachassistenten von Google, Alexa oder Apple HomeKit einbinden. Ich habe die Lightstrips eingesetzt, zum Beispiel um den Weg zu beleuchten oder diese Treppenstufe hier ja optisch hervorzuheben. Der Lightstrip in der Länge von 2 Metern liegt bei 129,99 Euro und 5 Meter kosten 229,99 Euro. So viel schon mal zum Lightstrip. Tagsüber sieht man leider nicht so viel, aber dafür abends umso mehr. Aber ich bin jetzt schon happy. Eine Sache fehlt noch, und zwar der letzte Schliff. Und die bekommen wir mit den Lilly Gartenspots. Auch hier brauchst du keine lästige Verkabelung. Über das Niedervolt-System kommen auch sie ganz einfach über eine Verlängerung an die Steckdose. Und mit den Lilly Gartenspots schenkst du Objekten in deinem Garten eine besondere Stimmung. Die Spots passen einfach überall hin. Auch hier hast du die Auswahl zwischen 16 Millionen Farben und mitgeliefert werden Spieße, damit du sie einfach in die Erde stecken kannst. Die Spots lassen sich durch einen T-Stecker miteinander verbinden. Steuern kannst du sie wie auch die Lightstrips natürlich mit deiner Philips Hue App über die Bridge. Auch sie sind natürlich kompatibel mit Alexa, Google und Apple HomeKit. Gut geschützt sind sie auch dank IP65. Sie könnten sogar kurz schwimmen gehen. Ich habe mir das Dreierpack Lilly Gartenspots für 319,99 Euro gegönnt. Und im Starterkit sind neben den drei Spots ein Netzteil, ein Verlängerungskabel und zwei Verbinder enthalten. Aber natürlich kannst du alles weiter ausbauen. Und jetzt kommen wir einmal kurz zur App. Keine Sorge, hier hat sich natürlich nichts geändert. Es ist alles beim Alten in der Philips Hue App. Über die App kannst du sowohl deine Indoor- als auch deine Outdoor-Lampen steuern, einen Timer setzen oder Alarme einstellen. Du kannst auch ganz neue Lichtszenen für deinen Garten kreieren oder ein besonderes Highlight, lasse deine Leuchten zur Musik tanzen. Dank der Integration in Spotify ist das möglich. Die nächste Gartenparty kann also kommen. Fassen wir nochmal zusammen. Philips Hue bietet dir viele Möglichkeiten, deinen Garten mit Outdoor-Leuchten zu einem echten Hingucker zu machen. Auch für Einsteiger sind diese beiden Produkte genau das Richtige. Dadurch, dass sie eben vielseitig einsetzbar sind, kannst du ruhig kreativ werden und herumexperimentieren, wie du deinen Garten mit den Outdoor-Leuchten zum Strahlen bringst. Beide funktionieren über das Niedervolt-System und bringen die Farbenpracht und Vielfalt der Philips Hue App in deinen Garten. Oder lass bei der nächsten Gartenparty einfach deine Lichter tanzen. Auch das ist möglich, denn Spotify kann mit den Lampen interagieren.
So, jetzt ist hier wirklich alles so, wie ich es haben wollte. Schauen wir uns den Garten mal an. Und es werde Licht. Tada! Na, wie findet ihr meinen Garten? Also ich bin mega happy und freue mich jetzt schon auf die nächste Gartenparty. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schreib uns wie immer gerne hier unten in die Kommentare. Weitere Infos und alles zum Thema Smart Home findest du natürlich auch auf unserem Blog. Den haben wir wie immer hier unten verlinkt. Und natürlich findest du da auch alles, was wichtig ist zu dem Thema Lightstrip und dem Gartenspot von Philips Hue. Alles auf tink.de. Das war's von uns. Ich mache es mir jetzt hier schön gemütlich im Garten. Bis bald.